Video, wenn wir uns mit Farbe beschäftigen. Farbe umgibt uns ständig und wir umgeben uns mit Objekten, die uns gefallen. Das heißt, in unserer Wohnung, an unserem Arbeitsplatz etc. sorgen wir dafür, dass wir uns hier wohlfühlen und das Design spielt hier eine entscheidende Rolle. Und zunehmend werden auch technische Geräte so gestaltet, dass sie sich einschmiegen in unser Innendesign, in unsere Innenarchitektur. Und das passiert auch in klassischen Funktionsräumen, wie zum Beispiel Bad und Küche. Das heißt, auch diese Räume werden zunehmend mit Designobjekten gefüllt und klassische Weißware wie Kühlschränke, Spülmaschinen, Waschmaschinen werden halt zunehmend auch in anderen Designs, in anderen Farben angeboten, sodass die hier in unsere Küchen, unsere Bäder etc. reinpassen und einfach auch gut aussehen. Was wir bereits gelernt haben, ist, dass wir einen sehr hohen Anspruch haben an die interaktiven Systeme, mit denen wir uns umgeben. Das heißt, wenn es keine Expertensysteme sind, sondern so Alltagsprodukte, dann akzeptieren wir eigentlich keine Lernkurve mehr. Wir wollen keine Handbücher mehr lesen, wir wollen, dass so ein Interface selbsterklärend ist. Und jetzt, was hinzukommt, wenn wir aufs Design achten, ist, dass wir halt auch Ansprüche haben, was so reine Äußerlichkeiten betrifft. Das heißt, die interaktiven Produkte, Geräte etc. sind zunehmend Lifestyle-Produkte, sind Design-Artefakte und eben nicht mehr reine technische Geräte, denen man dies auch ansieht und wo es nicht wirklich viel Liebe ins Äußere, wo nicht viel, wirklich viel Liebe ins Äußere gesteckt wurde. Don Norman hat entsprechend gesagt, attraktive Dinge funktionieren besser. Das hat damit zu tun, dass attraktive Dinge uns in eine emotional gute Stimmung versetzen und wenn wir uns gut fühlen, sind wir kreativer und können besser arbeiten etc. Und das funktioniert halt auch andersrum, wenn wir in einer schlechten Stimmung sind, wenn wir frustriert sind, dann gehen uns die Dinge nicht so gut von der Hand. Was ist eigentlich schön und was ist attraktiv? Das ist schwierig zu beantworten, vor allem wenn wir ein wenig zurückschauen in die Vergangenheit oder ein wenig weiter zurückschauen. Das heißt, was ihr hier seht, ist aus einem Katalog, das ist die Mode von 1890, Entschuldigung. Und das, was damals als sehr elegant und sehr schön galt, ist halt heutzutage nicht mehr nachvollziehbar. Und von daher wollen wir uns jetzt damit beschäftigen, was für Wirkung Farbe eigentlich hat. Wie nehmen wir die wahr? Wie ist hier die Informationsaufnahme? Und zwar abgesehen von Mode, sondern wo haben wir über die Zeit konstante Farbwirkung oder auch emotionale Effekte, die Farben auslösen? Welche symbolische Bedeutung verstehen wir unter bestimmten Farben? Und wie ist hier die Wahrnehmung bei Farben in deren Wechselwirkung? Wir kennen Farben aus unserer Umgebung, von Thermostaten, Armaturen, Waschbecken etc. Und viele Leute verwechseln zwar links und rechts, aber Rot und Blau mit warm und kalt zu assoziieren, das gelingt jedem, egal aus welchem Kulturkreis und auch schon von frühem Alter. Warum ist das so? Es gibt Studien, die zeigen, dass wir Farbe und Temperatur empfinden, dass es hier einen harten Link gibt. Das heißt, wenn wir in einem Raum sind, der blaue Wände hat, dann haben wir das Gefühl, dass dieser Raum ein bisschen kühler ist. Als Erklärungsmuster dienen hier Erfahrungen, die wir mit dem blauen Medium machen, nämlich mit Wasser. Das heißt, wir wissen, dass Wasser in der Regel kalt ist und daher haben wir eine Assoziation von Wasser und kalt und blau, die für uns zusammengehören. Und zwar so stark, dass sich das auch in unserer Sprache niederschlägt. Das heißt, wir können Menschen als kühl bezeichnen oder als kaltblütig und hier haben wir quasi eine Erfahrung von Wasser, die sich widerspiegelt in einer Farbwirkung und auch in die Sprache, die wir verwenden. Im Gegensatz dazu haben wir Rot. Rot wird demzufolge mit warm verbunden und assoziativ, also woher nehmen wir vielleicht diese Assoziation? Das kommt ganz wahrscheinlich von Feuer und von Blut.
Und wiederum in der Sprache kennen wir das auch, wenn wir jemanden als warmherzig empfinden oder jemandem warme Grüße vermitteln, dann haben wir hier wiederum das Warme mit einer positiven Emotion und mit einer wohligen Wärme, und das können wir in Worte packen. Wir kennen das aber auch aus der Symbolik, das heißt, das warme Gefühl kann halt auch für Liebe stehen, und hier brauchen wir eigentlich gar keine Worte mehr. Das heißt, ein rotes Herz ist für uns als Symbol für die Liebe verstanden, was über die Zeiten, über die Generationen und über Kulturen hinaus funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn wir an Feuer denken, wenn etwas zu heiß ist, dann ist es nicht mehr warm, sondern dann ist es gefährlich, und auch das finden wir in der Symbolik von Farbe. Das heißt, das Stoppschild, wenn das Stoppschild rot ist, was auch in allen Verkehrsverordnungen, die ich kenne, der Fall ist. Also das Stoppschild ist cross-kulturell verwendet mit oder verbunden mit der roten Farbe. Dann meinen wir hier nicht Wärme, sondern meinen wir Rot, also Gefahr. Das heißt, wie eine Verbrennung, wie Feuer wird das Rot hier interpretiert. Farbe wirkt sich auch auf Geschmack aus. Es gibt Studien, hier verlinkt auch oder hier referenziert auf ein Paper. Hier wurde Orange beigefügt zu Saft. Das heißt, wir sehen hier auf der linken Seite den ganz normal eher so gelb-orangenen Orangensaft, und rechts wurde der Saft mit noch mehr Orange angereichert. Das führt zu einer Verschiebung des Geschmacks. Das heißt, der Saft schmeckt hier süßer und intensiver, geschmacksintensiver, also wird als typischer wahrgenommen. Der schmeckt halt mehr als Orangensaft, als der eigentlich wirklich Orangensaft. Und das funktioniert auch mit Pfirsichsaft, Kiwisaft und Beerensaft. Und wir hatten in dem Themenblock Mensch schon gelernt, dass die visuelle Wahrnehmung auch so funktioniert, dass wir Dinge sehen, die wir erwarten. Und das haben wir hier jetzt auch, das lernen wir hier, dass das auch für andere Modalitäten und andere Sinneswahrnehmung funktioniert. Wir schmecken quasi auch das, was wir erwarten. Das heißt, wenn eine Orangene orangener ist, dann hat sie mehr Sonne gesehen und ist süßer. Und andersrum ziehen wir den Rückschluss. Das heißt, wenn ein Orangensaft sehr orange ist, dann schmecken wir den auch als süßer, weil wir das so erwarten. Das heißt, dass die visuellen Eindrücke, also sprich Farbe, dafür sorgen, dass wir auch in anderen Sinnen, in anderen Modalitäten Dinge so wahrnehmen, wie wir es dann erwarten aufgrund dieser Farbe. Das heißt, Farbe beeinflusst unsere Wahrnehmung von Temperatur, von Geschmack und sogar auch von Geruch. Wir haben schon einige Sachen gelernt, die uns jetzt ein bisschen helfen, die Farbwirkung zu verstehen. Wir haben nämlich gelernt, dass wir, wenn wir etwas im Langzeitgedächtnis abspeichern, wir hier auch die Möglichkeit haben, etwas mit Emotionen in Verbindung zu setzen, quasi zu labeln. Das nennen wir Konditionierung. Und wenn wir zum Beispiel wissen, dass Schwarz immer auf Beerdigungen getragen wird, dann verbinden wir halt auch Schwarz mit Trauer und mit Tod, in der westeuropäischen Welt zumindest. Und das ist gelernt, was wir dadurch verstehen, dass das in Japan und in China nämlich anders ist. Hier wird halt Weiß mit Trauer verbunden. Was wir auch wissen, ist, dass wir in der Wahrnehmung, bevor wir eigentlich etwas wahrnehmen, also in dem Prozess, im sensorischen Gedächtnis, da setzen sich manche Farben stärker durch. Das heißt, wir haben einen Filterprozess, wir nehmen nicht alles wahr, was wir so sehen, und zum Beispiel Rot können wir schlechter filtern. Das ist für uns an der Stelle jetzt wichtig, weil Rot halt auch eine ganz besondere Bedeutung hinzukommt, also beigemessen werden kann. Und wir haben auch gelernt bei der tiefen Wahrnehmung, dass Dinge, die weiter weg sind, einen Blauschimmer haben, weil unsere Atmosphäre blau ist. Und von daher ist Blau ein Indiz für Entfernung und hilft uns quasi auch zu verstehen, wofür Farbe dienen kann. So, und hier sehen wir eine Übersicht. Und hier finden wir aufgelistet, was
für verschiedene Farben abzuleiten ist, aufgrund, also wie stark die wahrgenommen werden, was hier die Assoziation mit Tiefe ist, wie sie unsere Emotionen beeinflussen und was sie für eine symbolische Bedeutung haben. Zum Beispiel Weiß ist sehr auffällig, aber nur im Kontrast zu etwas Dunklem. Wenn wir ganz unten schauen, gilt das im Umkehrschluss für Schwarz auch, aber nur im Kontrast zu etwas sehr Hellem. Dann Rot haben wir gelernt, filtern wir einfach weniger. Das heißt, das ist quasi eine sehr laute Farbe und von daher auch sehr auffällig, auch in bunten Umgebungen. Und hier abgeschwächter Orange ist auch noch auffällig, aber nicht mehr so stark wie Rot, und Gelb ist auch sehr auffällig. Das heißt, das sind die Farben, die wir schlechter filtern, die auf jeden Fall unser Bewusstsein erreichen. Was nicht so sehr der Fall ist für Braun, nur ganz wenig für Violett und für Blau und Grün. Dann zur tiefen Wirkung habe ich schon gesagt, Blau ist die Farbe der Atmosphäre. Das heißt, Dinge, die blau sind, wirken auch tendenziell weiter weg, natürlich nur, wenn die Perspektive stimmt. Und hier haben wir halt auch Abstufungen. Das heißt, das gilt noch ein bisschen für Rot, aber Dinge, die zum Beispiel, das gilt noch ein bisschen für Grün, aber Dinge, die zum Beispiel rot sind, wirken auf jeden Fall näher dran, weil wir hier kein Blau drin haben. Ebenso für Orange und Gelb. Weiße Sachen oder halt helle Sachen wirken größer und auch leichter, und schwarze Objekte wirken kleiner und auch schwerer. Das mit leicht und schwer könnten wir uns vorstellen, dass das vielleicht auch eine Assoziation ist, also etwas, was wir gelernt haben. Das heißt, Dinge, die schwarz sind, das sind vielleicht Stoffe, die schwarz sind, und da haben wir vielleicht Erfahrungen gemacht, dass die schwerer sind. Also zum Beispiel Erde, Kohle, dunkles Metall, Holz. Und was weiß ist im Gegensatz, vielleicht ein Kissen, Blumen sind halt eher hell und auch leichter. Dann zur Wirkung auf den Gemütszustand, auf die Emotionen. Weiß haben wir hier neutral. Das heißt, Weiß wirkt zwar beschwingt, hat eine gewisse Wirkung, aber die kommt eher aus der Symbolik. Reines Weiß hat an sich eher also keine Wirkung auf die Emotionen. Warm, haben wir schon gelernt, ist rot, wirkt erwärmend, auch erregend. Orange wirkt aktivierend, das heißt, Büros zum Beispiel mit orangen Gegenständen auszustücken, könnte dazu führen, dass wir hier besser arbeiten können. Gelb wirkt erheiternd, steht ja auch für die Sonne, das heißt etwas, was positiv gesetzt ist. Grün hingegen beruhigt uns. Blau wirkt kühl bis deprimierend. Violett wirkt feierlich, wo wir gleich nochmal auf die Symbolik zu sprechen kommen. Und Schwarz wirkt zum Teil beängstigend, das heißt, Schwarz verbinden wir vielleicht mit der Nacht, und wir fürchten uns häufiger in der Nacht als am Tag, weil wir hier weniger sehen und vielleicht glauben wir, hier lauern Gefahren. Jetzt zu der symbolischen Bedeutung. Hier steht oftmals in Klammern, dass es nur geografisch für bestimmte Regionen gilt oder aber auch aus einer bestimmten Zeit kommt. Das heißt, im Gegensatz zu den emotionalen Wirkungen, zum Beispiel dem Einfluss von Blau und Rot auf die Temperaturempfindung, sind symbolische Bedeutungen kulturell gelernt. Das heißt, hier steht Weiß zum Beispiel für Unschuld in der westlichen Welt, für Trauer in Japan und China, für Reinheit im Katholizismus. Rot steht symbolisch für Leidenschaft, Liebe, Feuer, aber auch Blut und Macht in der Renaissance. Das heißt, bei Gemälden in der Renaissance sieht man, dass zum Beispiel die Jünger Rot tragen, und das Blau, das trägt die Maria, die halt eben arm ist. Das heißt, hier haben wir auf diese Zeit haben wir Farbwirkungen, die aus dieser Zeit kommen, weil Dinge rot zu färben einfach teurer war, als Stoffe blau zu färben. Und so trägt sich das so ein bisschen über einige Zeit, und später wurden dann auch die Roben von Königen zum Beispiel rot gefärbt, um hier Macht zu symbolisieren.
Die Wirkung von Gelb, das steht für uns für Sonne, für Licht, aber auch für Geiz. Das heißt, hier haben wir sehr unterschiedliche Wirkungen. Grün steht für Frühling, wo alles quasi grün wird, für Hoffnung. Frühling und Hoffnung stehen eng zusammen, vor allem zu Zeiten, wo die Winter hart waren, wo nicht jeder den Winter überlebte, wo das Essen rar wurde, wo Krankheiten umgingen. Das heißt, Frühling und Hoffnung stehen eng zusammen und von daher wird auch die Farbe des Frühlings übertragen auf die Farbe der Hoffnung. Dann das Paradies oder aber auch in den letzten Dekaden steht es halt für eine ökologische Einstellung oder für Nachhaltigkeit. Blau steht hier für Luft oder auch Wasser, das heißt, das Wasser, wissen wir, hat oft eine blaue Farbe, das ist ja gespiegelt vom Himmel, das heißt von der Atmosphäre. Von daher haben wir hier die Assoziation mit Blau. Blau steht aber auch für Wahrheit und Loyalität, aber auch für Armut, wie schon gesagt, das kommt aus der Renaissance. Dann das Violett, hier halt auch aus dem Altertum, wird das verbunden mit Reichtum, weil sich halt die Reichen mit Violett kleideten und es steht auch für Magie. Braun, die Farbe der Erde, steht auch für Herbst, das heißt, wenn das Laub sich braun färbt, oder aber auch für Demut im Katholizismus. Und schwarz für Trauer in der westlichen Welt, für Nacht, für Tod, für Zerstörung oder aber auch für eine Abkehrung von der Welt oder eine Weltverachtung. So, hier nochmal visualisiert, dass wir haben gesagt, Weiß steht für etwas, was Großes und leicht. Das sehen wir natürlich am besten, wenn wir das gegenüberstellen zu Schwarz. Das heißt, ein Viereck in derselben Größe wirkt ein bisschen kleiner und trotzdem ein bisschen schwerer tendenziell auf uns. Wir haben aber auch die Wirkung von verschiedenen Farben zueinander. Worauf ich hinaus will, sind Komplementärfarben. Und das, was ihr hier seht, ist ein Farbkreis. Solche Farbkreise gibt es in der Malerei schon sehr lange. Das ist jetzt der von Itten. Johannes Itten hat am Bauhaus den Vorkurs unterrichtet und diesen Farbkreis entwickelt. Und Komplementärfarben in der Malerei sind Farben, die sich im Nebeneinander verstärken. Und in der Malerei, das geht sogar schon auf Goethe zurück, werden Farben als Primärfarben bezeichnet, die hier als reine Farben gelten. Und in der Malerei ist es halt so, die Farben, die rein sind, aus denen können wir halt die anderen zusammenmischen. Also wir sehen hier in diesem Dreieck in der Mitte von Itten definiert als Primärfarben, Blau, Gelb und Rot. Und die Sekundärfarben sind die, die sich daraus jeweils zusammenmischen. Das heißt, aus Blau und Gelb mischen wir Grün, aus Gelb und Rot Orange und aus Rot und Blau mischen wir Violett. Und in der Malerei sind Komplementärfarben, also Farben, die sich in der Wirkung im Nebeneinander verstärken, jeweils immer eine Primärfarbe und die Sekundärfarbe, die sich aus den anderen beiden Primärfarben zusammenmischt. Das ist demzufolge das Gelb und das Violett. Das heißt, oben das Gelb der Primärfarbe und unten die Mischung, das Produkt aus Rot und Blau. Und dementsprechend sind auch komplementäre Blau und Orange und Rot und Grün. Die Komplementärfarben betrachten wir in der Physik anders als in der Malerei. Das heißt, Komplementärfarben immer noch die Farben, die sich in direkter Nachbarschaft in ihrer Wirkung, in ihrer Leuchtkraft verstärken. Wir kennen aber hier in der Physik kennen wir das additive Farbsystem, das heißt, die reinen Lichtwellen von Rot, Grün und Blauem Licht in gleichen Anteilen addieren sich zu Weiß. Wir kennen auch vielleicht das subtraktive Farbsystem, das kommt beim Druck vor. Das heißt, wenn wir schwarz drucken wollen, dann nehmen wir nicht immer weniger Farbe, also brauchen wir immer mehr Farbe. Und hier wollen wir halt dann einzelne Farben übereinander drucken. Und man hat herausgefunden, dass wenn wir eben Cyan, Magenta und Gelb übereinander drucken, was beim Licht immer Mischfarben sind, ne? Das heißt, beim Licht ist Cyan ja das Produkt von blauem und grünem Licht, Magenta, Rot und Blau und Gelb ist im
Licht, die Mischung von gleichen Anteilen Rot und Grün. Aber hier beim additiven Farbsystem nehmen wir diese Mischfarben, das Cyan, das Magenta und das Gelb, und wenn alle übereinander gedruckt sind, erreichen wir ein Schwarz. Das ist nie ganz brillant, darum nehmen wir immer noch Ki, also eine vierte Druckplatte, um dann Schwarz nochmal nachzudrucken, um hier richtiges Schwarz zu erreichen. Und dann aber zu den Komplementärfarben. Wie erreichen wir die? Dann nehmen wir im Prinzip wieder unsere Grundfarben, die halt hier nur anders definiert sind, und als Komplementär dann die Mischung aus den beiden anderen Grundfarben. Das heißt, beim Licht wäre die Grundfarbe zum Beispiel grün und die ist dann komplementär zu der Mischung aus Rot und Blau, nämlich zum Magenta. Das heißt, die größte, wirklich größte Lichtkraft erreichen wir, wenn wir Grün und Magenta nebeneinander präsentieren. Und wo wollen wir hohe Farbwirkung? Das sehen wir häufig zum Beispiel in der Werbung. Also da, wo wir um die Aufmerksamkeit buhlen wollen und wirklich einen grellen Eindruck erreichen wollen. Dann erreichen wir dasselbe bei Blau und Gelb, beim additiven als auch beim subtraktiven Farbsystem, weil hier reines blaues Licht ist am kontrastreichsten, hebt sich hervor zu Gelb, was halt gemischt wird aus den Wellenlängen von rotem und grünem Licht. Oder beim Drucken haben wir halt hier das Gelb als eine Farbe, die wir drucken, und dann das Blaue, wenn wir nämlich Magenta und Cyan übereinander drucken. Und als letztes Komplementär, da haben wir das Rot. Und hier als reine Lichtfarbe, und das ist am stärksten hervorgehoben, wenn wir es neben Magenta platzieren und Magenta im Licht, halt das Produkt aus Blau und Grünem Licht. So, aber in der Realität haben wir ja Farben immer im Kontext. Von daher ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Farben an sich eine Wirkung haben, die haben auch Assoziationen, aber der Kontext ist immer wichtig. Das heißt, wir wissen ja aus der Wahrnehmungspsychologie und auch aus unserer Erfahrung, dass wir das wahrnehmen, dass wir das sehen, zum Beispiel, was wir erwarten, dass wir das schmecken, was wir erwarten. Und wenn wir Tomaten haben, dann erwarten wir weder Gefahr noch Wärme. Das heißt, hier steht eine rote Tomate halt für reif und eine grüne für etwas Saures, etwas Hartes und ein unreifes Gemüse. Und damit beende ich die Zusammenfassung und die Session zu Farbe und verabschiede mich bei euch für heute.